Danke. Er hat den Ernst der Lage erfasst. Shit. Zieh doch was mehr ab, Mann. Oder verletzt dich selber, das ist auch ganz gut. Am besten jetzt nochmal selber schlagen. Aua. Aber egal. Keine Chance. Da ist es schon 16. Ach Mann, hättest du nicht einfach verlieren können? Nein. Ich habe keinen Ehrenkodex. Nichts dergleichen. Ich war gerade am Überlegen, ob ich vielleicht noch das Pokémon wechseln sollte, aber ich gucke mal. Das habe ich doch glatt vergessen, da vorzulesen. Verdammt. Da wechsle ich doch lieber in Luna rein. Pass auf, jetzt kommt der Donnerschock und ich predikte ihn. Und... verdammt. Doppelteam ist ungeil. Fluchtwert steigt. Fluchtwert ist scheiße. Das ist auch nicht gut. Aber besser als Doppelteam. Ey, lass mich dich killen, bitte. Komm. Danke. Wenn man den scheiß Fluchtwert erhöht, dann trifft man öfters nicht und das ist nicht gut. Da hatte ich mal eine üble Kombination gemacht früher. Da hatte ich dann halt Siegfried als Gegner. Und dann hatte ich halt einen Slimer. Ja, und wir alle wissen, Slimer kann Komprimator. Was mache ich dann? Ich push mich beim Dragonier mit dem Komprimator hoch und keine Attacke vom Gegner hat getroffen. Und die getroffen hat, die konnte ich einfach leicht wegstecken. So habe ich den langsam vor die Hunde gehört. Das war eine miese Taktik. Aber war lustig. Nebulak bitte. Ja. Das ist mir dann doch zu riskant. Und wieder Predictions. Juhu! Nachtnebel! Ja, senk du nur meinen Angriff. Ich greif eh speziell an. So, Nachtnebel! Muss man gerade kurz. Muss mal kurz mein Jäckchen hier so öffnen. War eben so ein bisschen kühl und habe ich es mir angezogen und jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen wärmer geworden. Dicta! Du wirst auch über den Haufen geschossen. Oh, das ist ja schon 14. Das ist nicht schön. Triff! Danke. Ah, und jetzt sind fast alle im selben Level. Mehr oder weniger. Angriff, jawohl. Zubat. Da trifft sich super. Kommt Luna wieder zum Einsatz. Und dann gibt es erstmal einen Steinwurf direkt vor der Köpfes. Zubat, Achtung, hinter dir. Steinschlag. Officer, das war ich nicht. Das war schon so. So, du bist kaputt. Huh. Komm. Da-da-da-dum. Sieh mal, wie virtuos ich mit den Bällen jongliere.
Voltoball. Level 2. Okay, my friend. Da brauche ich ja nicht mal zu wechseln. Na komm. Level 6. Also geht das jetzt immer in Viererschritten nach oben. Nächster bitte. Ich bin wieder viel zu risky. Egal. No risk, no fun. Oh oh. Kann er mit Level 10 schon eine Daumen-Donner-Attacke? Ich hoffe nicht. Ah, ist ja egal. Okay, warte, wenn er jetzt noch so ein Vieh hat, dann wechsle ich lieber. Dann ist lieber Wechsel angesagt. Ja, 14, das geht schon klar, ne? Spezialverteidigung von Voltoball steigt. 5. Verdammt. Kopfnuss. Ultraschall ist mies. Der Ding, der Ding. Die Frage ist ja jetzt, soll ich meinem Finale beibringen? Im Ernst? Nee. Ich finde das nicht gut. Puh, das war ein Schlag. Ein Schlag, den du nicht vergessen würdest. Ich hatte noch nie einen so starken Gegner wie dich. Was, du warst das? Du hast die Phlegmon gerettet? Wow, na kein Wunder, dass ich dich nicht besiegen konnte. Würdest du mir deine Nummer geben? Ich möchte über alles, was dir widerfährt, informiert sein. Ich bin richtig begehrt, sagen wir mal hier. Richtig begehrt bin ich hier. Egal, ob es wichtig ist oder nur zum Plaudern. Yep. Ich geh mal heilen. Sind so viele angeschlagen von mir. Dann gehe ich lieber diesmal kein Risiko ein. Theoretisch könnte ich sagen, ich hätte liebend gern Zertrümmerer von meinem Kleinstein gehabt. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Ich nehme deinen Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Jawolski. So, wieder Fahrradfahren ist angesagt. Theoretisch könnten wir es jetzt nochmal versuchen, hier so ein bisschen Musik zu hören. Ich werde das nochmal versuchen. Wir haben das nicht umsonst gekriegt. Willkommen bei Pokémusik. Hier spricht DJ Ben. Heute ist Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Die Pokémon sind es auf jeden Fall. Und jetzt extra für sie der Pokémon-Marsch. Warte mal, da gibt's doch bestimmt irgendwas. Ah. Okay. Nee, den mag ich von Anfang an nicht, diesen Song. Komm. Cool. Da haben wir den Arena-Soundtrack. Finde ich auch schön. Okay, noch zwei Trainer. Das Blöde ist wirklich, dass Tamira keine Wasserattacke hat bisher. Die hätte ich wirklich gerne. Ich übe mich im Feuerspucken.
Das ist schön. Sehr schön. Magma. Ich hatte auch noch nie ein Magma. Superschall. Tamira, was ist los? Bist du krank? Du triffst ja auf einmal so oft mit deinem Superschall. Naja. Durchkommt der Gegner trotzdem. Aber der gute Wille zählt. Sag ich immer. Nice. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt das, was ich vorher ausprobieren wollte. Bevor ich das vergesse. Solange das nächste Pokémon nicht fliegen kann, sollte das eigentlich passen. Und nochmal, weil es so schön war. Komm, wechsel. Blut ist unfair, das ist Cheaten, wenn du mich verbrennst. Ja, vergiftet werden kann ich nicht. Zumindest nicht mit Tentacha oder Nebula. Crit! Oha! Das ist nice. Will ich wechseln? Ja, komm. Wechsel dich. Bitte komm. Meine Vermutung soll wahr sein. Ja! Das wird mir gegen Bianca extrem helfen. Vor allen Dingen weiß ich, dass Nebulak mir... Ah, verdammt, nein. Bin ich blöd. Ich hab's vergiftet und... Das wird mir nämlich gegen das Signature-Pokémon von der gute Dienste wird mir das leisten. Das ist nicht gut. Bitte setz einfach nur Smog ein. Nur Smog. Das sieht jetzt noch wenig aus, der Schaden. Aber wenn da steht schwer vergiftet, dann wird der Schaden pro Runde mehr. Deutlich mehr. Na, passt mal auf. Na, jetzt hat man es noch nicht sehen können. Aber ich garantiere euch, der Schaden, der da kommen wird, vor allen Dingen auf Dauer, der ist enorm. 17. Aua, jetzt habe ich mir die Nasenspitze verbrannt. Willst du mit einem alten Feuerspucker wie mir die tolle Fuhrnummern tauschen? Na komm. Die Nummer wurde im Pokémon, im Handy registriert. Sauber! Wenn ich telefoniere, höre ich ausnahmsweise auf mit Feuerspucken. Also ruf mich an. Niemals! Moment. Da ist noch die Wache. Die Wache will noch kämpfen. Die Nacht steckt voller Gefahren. Die kämpfen nämlich nur des Abends. Ich verstehe immer noch nicht, warum es hier Nacht sein soll. Denn, ja. Bei mir ist es erst 20 vor 6. Ist nicht wirklich Nacht, wenn ihr mich fragt. Superschall. Habe ich gerade Superschall gesagt? Ich meinte Säure. Nee, nee, nee. Irgendwie kommt mein Lava gerade gar nicht zum Einsatz. Das muss sich ändern! Kano. Na komm. Bitte. Kein Brand. Brand ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann. Das brauche ich nicht wirklich. Jetzt ist es kaputt. Wäre echt schön, wenn ich eine Wasserattacke lerne. Das wäre so mein Traum. Ups.
Tja, ups. Hoppala. So, was gibt's denn hier Schönes? Das muss ein Käfersammler sein.